Moin moin und herzlich willkommen zurück. Ach, guck mal, wie schön das aber auch aussieht, wie ich hier so am Haus sitze. Und den Frieden genieße. Hier so mit leicht. Oder so würde ich sogar sagen. Oh, das wäre auch ein richtig schönes Thumbnail. So. Und dann schreibt man so den Namen über der Bergspitze auf. So. Entschwoded. Ja, damit herzlich willkommen auf jeden Fall zu Entschwoded. Entfolgen Sie mir nicht, sondern abonnieren Sie mich und dann spielen wir jetzt gemeinsam Entschwoded. Was sagt die Mittagssonne? Mittag. Sehr gut. Guck mal, hier haben wir eine dicke, fette Schneise. Was ist das da oben? Lass mal kicken. Okay, aber irgendwas ist ja da oben. Aber, das ist der Schrein. Schreit er denn noch? Also wir haben ja... Ja, nee, die haben wir. Haben wir den? Der sieht schon sehr verdächtig aus, ne? Ich glaube, den müssen wir haben. Ich finde das schade, dass wirklich hier nichts abgehakt wird. So, laufe ich denn jetzt hier richtig? Wir müssen ja hier jetzt gleich nach Westen. Eis, 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 Eis. Aua. Warum weiche ich denn nicht aus? Ja. Bam. Ja, Platz für den Knochen. Natürlich. Ich bin ja auch schon wieder voll des Todes. Hier wieder raus. Was sind das denn für Dinger? Das hört sich an, als ob da oben auch so ein mega Viech sei, aber da ist in Wirklichkeit ist da gar nichts bestimmt. Alles nur Angstmacherei. Alles hier heilig beängstigend. Das ist genauso wie mit Ethanol. Der eine, der über die Mauer kommt. So dünn, dünn, dünn. Alles Angstmacherei. Was sind das für Flecken? Erde. Aber direkt auch so 5 Erde, 7 Erde. Hier noch ein paar Penisse. Ah, hast dich selber abgeworfen, du Idiot. Also quasi. Glaube ich immer noch richtig? Ja. Aber wir haben immer noch nicht. Holz. Was hat ihr? Ich nehme mal eine Probe mit. Stein. Gut. Nicht mit mir. So, was ist das denn hier? Ups, falsch. Nix. Okay, was ist das hier? Scheint mir eine Art Friedhof zu sein. Oh, da muss ich sogar hin. Hintertan. Hier läuft die Suppe runter. Wofür ich keinen Platz habe. Ah, schmeiß ich ein Salz wieder weg. Oder ein Teer. Komm, ich schmeiß ein Teer weg. Wa? Ach, Müsrill ist das. Ah, das ist dieses Müsrill. Müsrill. Hallo? Was ist da? Hier ist auch nichts. Also der Sack, der sah schon verdächtig aus, ne? Genauso wie der Sack. Du Sack, du.
Komfort Level 2. Okay, hier ist nix. Dürfen gar nicht so viel rumtrödeln, tatsächlich. Wir haben nur noch 2 Minuten Zeit. Nice. Oh, was ist da? Ich will ja wenigstens wissen, was das ist, weißt du? Schmeißen wir das hier weg. Was ist das? Ah, das ist der Knochen, ne? Hallo? Bogen? Nehmen wir mit. Guten Tag. Leuchtendes Ding. Flüssigkeiten. Gut. Es war nur der Bogen. Ja, ich habe nur noch 1 Minute Zeit. Soll ich nicht erstmal hier irgendwie versuchen, hier so eine Art, also irgendwie rausfinden? Okay. Alles Käfer. Ich bin dein Ausweg. Scheiße. Hintertan. Wie komme ich hier raus? Shit. Hier vielleicht. Nein. Warte, hier hoch. Das sieht gut aus. Hallo. Die Fresse oder was? Jetzt kriege ich seine Ruhe nicht mehr, oder was? Schmeiß ich. Da kommt das Fleisch kann weg. Hallo! Aber bevor ich mich jetzt hier umgucke, gehe ich erstmal wieder runter, oder? Ich habe ja richtig viel noch zu tun. Erstmal was fressen. Dann was trinken. Und dann hier rein. Aha! Die Kirche wurde zerstört! Verdammt! Der Sturm hat letzte Nacht unsere Kirche oder was davon übrig war verwüstet. Everett hatte recht. Wir hätten das Dach mit einigen dieser Blöcke... Habe ich was gekriegt? Nee, ich habe eine Quest gekriegt. Verstärken sollen. Nun darf ich mir sicherlich eine Standpauke anhören. Ich muss unbedingt die Löcher am Dach abdichten, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wo ich diese Blöcke deponiert habe. Ich dachte, ich hätte sie in der Nähe der Kirche gesehen, aber ich kann sie nicht finden. Sind meine alten Augen wirklich schon so müde? Da geht's sogar noch rein. Nee, hier ist einfach nur Bücher. Aber hier ist auch eine Kiste, oder was ist hier? Ach, Stoff. Okay, sonst ist überhaupt nichts okay. Ja, aber guck, einfach so versteckt. Ist hier? Nix. Da unten gubbelt einer rum. Ich hätte gerne irgendwie so oben rechts eine kleine Minikarte oder so, damit ich besser erkennen kann, wo ich noch nicht war. Okay, jetzt bin ich hier unten. Oh, hier ist eine Kiste. Ein Hirtenstab. Ich habe doch keinen Platz dafür. Kennard! Soll ich auf 2 Metallschrott verzichten? Ich komm, ich verzichte auf die Erde. Was habe ich hier für komische Geräusche? Das hier? Die Türen. Ja, ich auch. Jawoll, beide gemacht. Wer? Ich wollte gerade nachladen. Hallo? Am Rand. Bogen. Ich glaube, ich muss anfangen, Waffen kaputt zu machen, oder?
kann auch nicht alles behalten. Ein seltenes Lagerfeuer ist aus. Dann kommt dieser eine Salz wieder weg. Oder hier, der Mana-Trank kommt weg. Also Mana-Trank. Das ist Lava, ne? Ja. Also hier möchten wir ungern reinfallen, habe ich recht? Ein paar Bücher. Kann ich hier schlafen? Wo ist denn der Raum voller Käfer? Ich glaube, ich gehe erstmal wieder zurück. Meine Mia aufladen. Nach Norden. Wo war denn das? Orientierung! Orientierung gleich null. Jetzt warten sie doch mal. Jetzt warten sie. Oh, Ben, was ist los? Ich muss mich hinsetzen. Alles gut, Ben? Ja, rein da. Okay, das eine Ding konnte ich dann noch kaboom machen. Da. Können wir hier wahrscheinlich auch richtig viel einsammeln. Was ist das? Na, Garn wahrscheinlich nur, ne? Da ist sogar noch eine Kiste. Lul. Hallo, Kiste. Feuerball 1. Ja, wenn ich die brauche, sammle ich die selber. Ey, wir brauchen unbedingt einen Rucksack. Digi. Das ist nämlich hierfür. Eisbolzen, Heilungssturm und Feuerball. Und je mehr wir hier rumlaufen und gucken, desto mehr Kisten finden wir. Und mit jeder Kiste müssen wir wieder Sachen wegschmeißen. Okay. Einfach beeilen, Ben. Beeil dich, Ben! Stoffwechsel. Du lebst noch? Ih, da sind Maden drin oder so. Schon wieder voll. 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 Ich denk. Da kommen richtig viele raus. Kann ich das abbauen? Ich denke mal. Ich schmeiß an die zwei. Komm, ich schreibe. Zwei Schrott rein. Oh, nee, das sind. Oh ja, Beine. Lecker. Spinnenbeine. Oh, hier geht's auch wieder rein. Kiste. Heilungsstrom, Sturm, Morm, Schnorm. Sonst nix. Hier an sich auch nix. War ich jetzt da drüben drinnen? Nee, ne? Wurde ja gestört, ne? Was ist das hier? Ja, voll. Ja, sonst ist hier nix. Ein paar Bücher. Okay, aber. Diggis. Da kommt noch mehr. Okay, was essen? Das kommt alles von den. Das kommt von den Dingern hier. Aus diesem komischen Lager. Ja. Heiltrank? Haben wir nicht, ne?
Aber Spinnbeine. Davon haben wir genug. Schü. Brudi. Ist hier noch mehr? Da wollen wir rein. Da, guck mal, da sammeln die sich schon. Aber vielleicht sollten wir erstmal wieder in den Norden gehen. Und mal eben unsere Missie aufladen. War das hier? Find deinen Ausweg. Soll noch mal kurz hier ein Bärchen trinken. Essen. Okay, da ist auf jeden Fall ein ganzer Raum voller Ekel. Autsch, ich bin so doof. Ich bin Ben. Ich bin Ben und ich bin doof. Geht's da runter? Nee, ne. Nochmal ein Bärchen essen. Also, wenn ich da jetzt durch die Tür reingehe, dann ist Fratzengeballer, oder? Kann ich nicht von hier oben angreifen. Ist hier denn so ein... Wo sind die denn geschlüpft? Von hier irgendwie nicht, ne? Beine, 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 Beine. Alles Arme. Das erinnert mich ein bisschen an Stranger Things. Wenn sie in einer anderen Welt da ist. Dietrich, okay. Okay. Ja, da ist jetzt nichts, was wir bräuchten. Ich hätte gerne endlich mal hier so ein Holz. Irgendwie kriegen wir das Holz nicht, ne? Was war das? Oh, ich glaube, weil es Nacht ist, ne? Guck, das atmet immer alles und so. Ich meine, also potenziell da, wo Tiere sind, waren wir ja noch nicht, ne? Okay. Wie komme ich denn da rein? Wo ist denn deren Tür? Bist du jetzt echt da, hast dich echt da durchgequetscht? Anders rein. Es ist geknurrt und so. Mal ein Bärchen essen. Deswegen ist meine Lucille ist gleich kaputt. Aber mehr ist hier unten eh nicht. Oh, Heilungssturm. Oh. Geil. Also entweder ist hier in diesem Messia irgendein Wesen, was nachts sehr aktiv ist und rumknurrt, oder es ist einfach Atmosphäre, was mich zur Weißglut bringt. Boah, das wär's, ne? So ein schwarzer Wolf, der hier seine Runden dreht. Stell dir das mal vor. Und der killt einen. Direkt. Der macht... Und der schleicht durch den Nebel nachts. Ist er da. Und er weiß... Oh. Ich dachte gerade, dieser Nebel hier vorne. Dass ich es gerade so zufällig noch rausgeschafft habe.
Aber ich glaube, das ist alles nur Atmosphäre. Einfach nur Angstschnürerei. Mehr ist das nicht. Und wir im Bett. Dog. Da ist jemand Grünes? Okay. Allgemein? Die Zuflucht. Eine kleine Karawane von Flüchtlingen kam heute aus dem Ödland an. Eine lange Reise. Ich war noch nie gut im Umgang mit Fremden, aber es war keine Zeit zum Plaudern. Ich stürzte mich in die Arbeit und verband die Wunden. Ein Kampf um Leben und Tod. Und jetzt noch, traurigerweise, haben einige verloren. Wir haben sie in der unteren Gruft zur Ruhe gelegt, möge die Nordwinde sie ins Jenseits geleiten. Es gibt einen, der trotz all dem überleben könnte. Eine tiefe Beinwunde, aber vielleicht nicht so schwerwiegend. Der verwundete Salim lächelt viel. Er sagt, dass er mir sein Leben verdankt. Reines Glück, denke ich. Haben wir jetzt hier eigentlich eine neue Aufgabe? Nö. Ist die Quest denn fertig? Säure den Elixier gedünnt. Standort. Der Elixierbrunnen ist eine überwucherte Grube, welche aus dem tiefen Verderbnis und Rauch in die Luft spuckt. Betritt den Elixierbrunnen, um die Wurzel des Übels zu finden und auszurotten. Dafür kriege ich Fähigkeitspunkte. Erreiche den Elixierbrunnen und tauche hinein. Ich habe den gar nicht gesehen. Ist jetzt so welch ein Bett drin? Ja, aber eine Kiste. Mit einem Messia. 2 Minuten. 2 Minuten länger überleben. Ich weiß nicht. Mana-Sporen weg. Sind die wichtig? Ach komm, diesen Einsalz hau ich jetzt weg. Ja, meine Keule ist gleich finito. Finito! Manama, Minimi! Finito! Ist er noch drin? Finito! Ist das jetzt ein Boss? Das ist safe ein Boss, ne? Okay, meine sind hier unten jetzt lang gegangen. Was sind wir hier? Okay, bevor ich hier unten alle. Was? Bevor ich unter der Kirche mir alles abchecke. Ist aber auch eine Atmosphäre. Es ist eine Atmosphäre. Die glaubst du selber nicht. Okay, wir machen erstmal den hier. Du kannst nichts, du bist kein Boss. Du machst aber Schaden. Aber du kannst nichts. Ah, der hat auch noch Salz. Was sind das denn? Achso, unsere Spermien-Dings. Ey, diesen einen Pfeil, ne? Komm. Nee. Ein Knochen. Dann nehmen wir lieber 2 Salz mit, ganz ehrlich. Oh, schlafen kann man hier. Jawoll! Oh, wir erleben in dieser Folge echt viel. Können wir die Betten abbauen? Kukuki! Eine neue Session. Season. Eine neue Season. Session. Session. Die Neuankömmlinge verschwenden keine Zeit. Sie erreichen etwas ohne Rast einzulegen. Ihre Entschlossenheit ist beinahe fanatisch. Ein Refugium der Flamme soll das sein, sagt Salim.
In manchen Nächten blieb ich in der Nähe der Karawane. Salim besteht darauf, am Feuer sprechen sie über ihre Heim. Salim besteht darauf. Punkt. Am Feuer besprechen sie über ihre Heimat, den Sand und den Verfall. Ich höre so viel Leid. Ich bin wie eine Narzisse, sagt Salim. Das erste Zeichen des Frühlings. Er ist ein Narr. Wenn auch ein niedlicher. Narzisse? Was ist ein Narzisse? So, ich habe gesehen, da kann man hoch. Und dann kann man noch höher. Und dann kann man noch höher. Da oben Zufall, 666 Meter. Und dann Dachziegel, 200 Blöcke. Man findet einfach Dachziegel hier. Ja, dann schmeiße ich das hier noch weg. Das kriegen wir ja eh noch. Okay. Und für Dachziegel bin ich jetzt hier hochgekommen, oder was? Gehe ich jetzt den normalen Weg wieder runter oder jumpe ich ein bisschen? Wird mir jetzt nicht den Hals brechen, oder? Ich würde mich auch gerne mal so hin und her teleportieren, aber das geht immer nicht, ne? Wir können ganz zurück. Schnellreise zum letzten besuchten Altar. Ja, das Lager hier würde ich tatsächlich mit den Dachziegeln dann machen, die wir gerade gefunden haben. Ja, gut, da würde ich sagen, dass das ein bisschen doof gelaufen war. Ja, scheiße. Falle, er hat auch nicht mal nachgefragt oder so. Ich habe da nur einen Klick drauf gemacht und dann war weg. So, der Bogen. Jägerbogen, Jägerkolt. Das ist der gleiche Jägerbogen, ne? Soll ich die kaputt machen? Der geht nicht. Anfangsbogen, oder was? Oder weil man den reparieren muss. Kann das sein, dass da vielleicht was fehlt? Ich behalte mal nur die blauen Sachen und so. Scheiße. Ich repariere mal eben und guck mal nach, ob ich das kaputt machen kann. Dann schmeiße ich weg. Wir behalten nur seltene Sachen. Hier das Epische. Die ganzen Pfeile. Hier ist noch ein Langbogen zum Beispiel. Ein grüner. Hier ein blauer. Grün könnten wir auch erstmal behalten. 18. 25. Ist das Geld oder so? Ja, dann kommt der Morgenstern jetzt hier auch weg. So. Aber dann würde ich auch meine Heilung hier reinschmeißen, wa? Oh. 51 Schaden, tschüss. Und dann nehme ich das erstmal nur mit, weil wir davon am meisten haben. 14. 14. Das ist gewöhnlich einfach nur, ne? Und das nicht. So. Ja, dann kommt er weg. Hirtenstab. Hirte des Donners. Gut, dann ist er weg.
Den Zauberstab behalten wir. Dann kommt der, kommt hier rein. Eigentlich können wir das zerstören, oder? Und dann behalten wir nur sowas wie Pfeile und sowas hier oder vielleicht sogar die lilanen. Weil man kann ja auch Ausrüstung verbessern, ne? Was ist mit dem Lagerfeuer? Bringt das irgendwas? Also den Lagerfeuer packe ich mal hier rein. Der Funke, da 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 Ich meine, ich krieg das ja nicht mal mehr da rein. Ich meine, das sind alles Materialien. Okay, ich lasse das mal eben kurz hier. Das lasse ich auch kurz hier. So, das nehmen wir ja eben mit. Das packe ich dann da unten hin. Packen wir da unten hin. Der Funke, das Ding. Die Bomben. Die Bomben packe ich dann hier mit rein, oder? Genau, einen Funken. Ja, mein. Ach, das Ding ist schon wieder kaputt gegangen, leider. Das ist aber auch ein Verbrauch, du. Wenn man nicht aufpasst. Beteta. So. Dann kommt das da rein. Die Dachziegel da rein. Und die Tränke. Ach, hier habe ich die Bomben. Ich Idiot. Der Tränk. Der Tränk. Der Bomb. Hier haben wir auch Bomben, nichts zu suchen. So. Also cool sieht das ja aus. Und die Klamotten? Das sind eigentlich gewöhnliche Dinger, ne? Aber die lasse ich jetzt hier drin, weil die stören ja jetzt aber auch nicht, ne? Alter, guck mal, wie viel Mana ich da oben links habe. Wegen dem neuen Zauberstab. Der scheint ja en masse an Mana zu besitzen. Obwohl das ja hier nicht mal steht oder so. Warum habe ich so viel Mana auf einmal da oben links? Tschüss. Mit der Flamme kommunizieren. Wo kriege ich die eigentlich her? Fähigkeiten zurückpunkten. Herz. Ja, ich glaube, das sollte ich mal eben machen, ne? Das sieht ja fürchterlich aus. Fürchterlich. Ich hab die gar nicht mit. Dachziegel, so. Wir wollen ja auch mal, dass es auch ein bisschen gut aussieht und schön aussieht, ne? Auch wenn wieder die Randseite völlig für den Arsch aussieht. Weil ich da einfach Scheiße gebaut habe. Weil ich einfach Scheiße bin. So. Mineta. Möchte das gerne? Alter, von unten. Dass es hier wieder absteht. Ja. Yeah.
Okay, warte mal. Was ist da kaputt? Nix ist kaputt. Man muss das halt auch von der Seite machen. Dann geht's. Was ist kaputt in deinem Leben? Und weiter geht nicht, aber es sieht trotzdem erstmal okay aus. Also wenn man so guckt, sieht das okay erstmal aus. Dass da oben zum Beispiel die ganze Zeit dieser ganze Stroh ist. Das sieht man ja eigentlich auch gar nicht, ne? Aber wir wissen, dass hier ein Dach ist. So. Ja, aufheben. Mineta. Mineta Peter. So. Mineta. Falsch. Mineta. Mineta. Ja, was mache ich mit denen Gedöns? Gegen Holz tauschen, weil wir Holz eh immer dabei haben werden. Pflanzenfasern, weil wir Pflanzenfasern eh immer dabei haben werden. Tja, dann lassen wir das so erstmal. La, 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 la. Ich will es dir nicht nochmal sagen. Kümmere dich um den Elixierbrunnen. Halt die Schnauze. Sag mal lieber, wie wir... Oh, jetzt haben wir das ja eigentlich alles, ne? Kohle, Kohlestein, Metall. Kohlestein, Metall. Kohlestein, Metall. Stein, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle. Stein, Stein, Stein. Kohlestein, Metall. Mineta. So. Puh. So. So anschrägen. Oder einfach hier so davor. Mineta. Das nicht vielleicht direkt vom Fenster, weil, ne, das kokelt alles und links muss so gepumpt werden, deswegen würde ich sagen, auch ein bisschen Abstand. Weil da muss ja auch einer stehen und pumpen. Was kann er machen? Metallplatten kann er machen, aus Kohle und Metallschrott. Dann batschen wir doch mal ein bisschen Kohle und Metallschrott da rein und gucken einfach mal. Ein paar Platten werden wir eh brauchen. Gut. Mineta! Wir haben schon Komfortstufe 9. Ne, 5. Alter, schon doch gerade 9. Bedingungen. Haben wir 9? Gut. Hast du sonst noch irgendwas Schönes? Nee. Da haben wir jetzt erstmal alles. Und auch Schilder haben wir jetzt neu. Mit Metallplatten. Und ein Kämpfer-Set. Ah, auch alles Metallplatten. Hätten wir sogar. Also könnten wir sogar. Wie viele Platten bräuchten wir? 1? Genug. Aber Harz haben wir nicht. Aber das wäre nur, was die Brust angeht. Aber Handschuhe können wir machen. Und das und das. Okay. Und das können wir machen. Hat unsere Werkbank denn irgendwas Neues wegen dem Metall? Den Gleiter brauchen wir auch noch. Ach, wo kriegt man dieses scheiß Holz her, ne? Die Möglichkeit zu fliegen war schon immer eine begehrte Fähigkeit. Drücke in der Luft Leertaste, um den Gleiter zu öffnen. Vielleicht, wenn wir endlich... Warte mal, wir brauchten...
Noch ein Zaun. Zwei Garn. Weil da fehlt ja noch. Dann ist es wenigstens abgeschlossen. Ich brauche noch einmal. Da geht's so nicht. Oh ja. Das Problem ist, dass wir es so gar nicht hinkriegen werden. Muss das irgendwie gefühlt so anschrägen und dann so. Ja, besser geht's nicht, aber Sigurd. So, und das machen wir jetzt einmal ringsrum. Nee, das geht so. Okay. Dann würde ich sagen, wir beenden einfach mal an der Stelle. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Lass ein Abo da. Ich würde mich freuen. Tschüssi. Das war Intro.